Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu meiner Universalis 4 Kampagne mit den Würzburgern. Und zwar beginnt dieser Cast genau dort, wo es das letzte Mal geendet hat. Es ist somit ein direkter Nachfolger, also diesmal keine zeitliche Unterbrechung von mehreren Monaten oder Spieljahren, sondern wir knüpfen sofort an dem vorhergehenden Teil an. Für alle, die trotzdem erst neu hinzugekommen sind, ist es folgendermaßen, dass ich mittlerweile die letzte Provinz erobert habe, die ich benötige für die Bildung der deutschen Nation. Das ist Brandenburg. Da bin ich auch dabei, im Moment das Ganze als Kernprovinz zu machen. Und sobald es dann geschehen ist, bilde ich dann die deutsche Nation. Das Problem an der ganzen Geschichte, ich kann die aber erst bilden, wenn ich im Frieden bin. Und das bin ich im Moment nicht. Also hier steht es im Frieden, rotes X dran. Und ja. Und ich befinde mich zurzeit im Krieg mit Burgund und Russland. So. Jetzt gehen es mal wieder um diese Verfluchte, wollte ich schon sagen, Demeria-Kolonie. Ich weiß nicht, was die immer mit diesem blöden Stück Land wollen. Gut. Ja. Also, eigentlich möchte ich gar keinen Krieg führen, mir wäre es am liebsten. Ich könnte das irgendwie abgeben. Fasche kommt hier. Lieg ist da oben. Ich probier's. Verliere ich am wenigsten, wenn ich den Franzosen ihr Gebiet abtrete. Bleibt da. Ja. In den Krieg mit den Burgundern werde ich mich nicht begeben, weil das Problem ist, die haben eine riesige Armee. Hier sind 40.000 Hansele und die zerschmettern gerade mal die französische Armee hier unten. Und ich weiß auch nicht, wie stark der Russe ist, weil der ist ja auch nur im Boot. 70.000 an Armee wollte ich sagen. So, was ist hier? Verlieren Prestige, habe ich sowieso keinen mehr. Jo, was ist sonst noch passiert? Ja, eigentlich gar nichts, weil es halt ein direkter Nachfolger zum vorhergehenden Teil ist. So. Wenn ich jetzt wüsste, was ich nicht wüsste. Ah, jetzt ist Mailand ist auch noch in Krieg beigetreten. Gegen die hatte ich doch gerade eben schon mal Krieg, oder nicht? Mailand und Vatikan. Wie weit ist denn das? Ja, die haben auch eine 40.000 Mann Armee. Die kämpfen gegen die Franzosen. Und ich kann nicht zur Unterstützung kommen. Kann man jetzt vielleicht hier irgendwas machen? Oder das werde ich mal probieren. 1, 2, 3, 4. 2 und eine Kanone. Vielleicht nochmal Blaurücke. Also ich baue hier nur ein paar Truppen auf und dann versuche ich hier mal ein bisschen burgundische Gebiete zu erobern. Aber das wird von dem Kriegsstatus, also die Prozentangabe, würde es nicht viel ausmachen, glaube ich. Weil die Franzosen verlieren hier mächtig mit ihren Armeen im Moment. Das könnte wieder was werden. Kriegsgrund, ja. Die Schotten, die warten auch nur, dass sie mich angreifen können. Wobei ich bei den Schotten schon früher dachte, dass ich eher mit denen in Konflikt bin, beziehungsweise, dass sie mich irgendwann mal angreifen, dann habe ich einmal hier, sind die Schotten unterwegs, dann sind sie irgendwo bei Mobile, sind sie glaube ich auch noch. Genau, das ist alles Schottisch-Mexiko. Aber, hat mich verwundert, ist alles recht ruhig geblieben bei denen.
Beziehungsweise zwischen uns, wir haben noch keinen einzigen Krieg gegeneinander geführt, glaube ich. Also ich könnte mich jetzt an keinen erinnern. Okay, die Franzosen bekommen es vielleicht ohne mich in den Griff. Das Burgund ist aber immer noch im Vorteil. Wo verlieren die denn? Jetzt mal gucken. Okay, die haben am Anfang. So, die letzten haben sie doch gewonnen. Ja, das waren natürlich richtige Schlachten da. Minus 6, das hat ordentlich neu gehauen. Was machen wir jetzt mit Vatikan? Wo ist denn das überhaupt da unten? Komme hier aber nicht durch. Das ist österreichisches Gebiet. Aber ich könnte jetzt mal mit den Österreichern anbandeln. Beziehung verbessern. Hatte ich nicht gerade eben noch drei Diplomaten? Irgendwo. So ist denn jetzt schon wieder einen abgezogen bekommen. Techniker stellen wir ein. Gut, die Franzosen sind jetzt unterwegs. Ich werde mal mit einer kleinen Truppenabordnung, werde ich mal nach Friesland eiern. Oh, da ist aber immer nur noch 40.000 Mann Armee. Nee, dann warten wir erstmal in Hannover. Ich habe eigentlich keine Lust, ich wollte eigentlich nur ein bisschen Frieden haben. Und nicht die deutschen Befreiungskriege nachspielen. Also mit den Diplomaten, da wäre ich auch nicht schlau. Ich habe irgendwann mal drei gehabt. Aber wie ist es nicht? Was ist hier schon wieder los? Achso, ich wurde reingewählt. Der sitzt in der Kurie. Gut. Also. Pommern ist da, okay. So, dann könnten wir eigentlich mal sagen, einmal, und da wollen wir auch, weil meine ganzen Ländereien sind alle römisch-katholisch. Ah ne, sind ja nur katholisch hier in dem Spiel. Ach, Portugal ist jetzt auch noch im Krieg. Das finde ich pfiffig, das ist schön. Da müssen die noch einen zweiten Krieg angefangen haben, ne? Burgund ist im Krieg mit Litauen. Und Litauen ist im Krieg mit Russland. Und klopft sich mit Spanien. So lange schlau. Also, ihr seht schon, das brennt hier schon wieder lichterloh ganz Europa. Gut, dann warten wir mal ab, was hier passiert. Ich werde dann die Reste der burgundischen Armee dann aufräumen. Und die brauchen sich nicht einbilden, dass ihr hier nach Osnabrück eine Wallfahrt macht. Das könnt ihr mal gleich vergessen. Ja, ich brauche einen militärischen Kandidaten im Moment. So, mit der Armee habe ich gewonnen. Ich ziehe mich aber trotzdem zurück, weil die ist ein bisschen angeschlagen. Und hier sammelt sich ja der Viererpulk. Ich möchte die auch nicht zu sehr reizen. Ich habe da ein bisschen die Hoffnung, dass sie, wenn sie, sobald sie wieder fit sind, eher wieder in den Süden runter eiern und nicht in meine Richtung. Jo, können wir haben. Nachlassende Produktion. Wir nehmen die Inflation aber sowieso so wenig. So, was können wir denn hier bauen mal? Schatzkammer. Jo, das machen wir.
nur ein bisschen Geld rauspulvern. Aber so viel. Also es ist schon fantastisch in dem Vierer, dass man so viel Geld hier zur Verfügung hat, ab einer gewissen Größe, Landesgröße. Vereinfacht vieles. Nee, 157 brauchen wir noch, dass ich notfalls noch Soldaten kaufen kann. Okay. Protestanten erheben sich. Ja, ich habe gewonnen. Aber dafür schaut's armeemäßig ziemlich schlecht aus. Sie müssen erstmal wieder aufgefüllt werden. So, wie schaut's denn hier aus? Die Burgunder kämpfen mal wieder. Das ist schön, das ist löblich. Was läuft hier? Wenn wir Mutterland von Handel profitieren. Ach ja. So, dann könnte ich doch glatt mal wieder, wenn die ein bisschen aufgefrischt ist, ist aber nicht. Aber ich habe nur noch 40.000 Mann Armee. Könnten wir gerade mal hier rüber schauen. Nach Friesland. Und die Armee vernichten. Wir haben eine Expansion in Überseekriegsgrund gegen Neuger, bla 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 bla. Ach, das ist irgendwo da drüben. Und wieso? Weiß kein Mensch. Ne, bauen durch jetzt nichts. Weil eigentlich ist hier jetzt nicht so was mit Einheimischen. Gut. Nein. Ja. Was wollte ich denn sagen eigentlich, bevor das kam? Weiß ich nicht. Das mit der 40.000 Mann Armee. Das vergessen wir mal ganz schnell. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass hier auch nochmal welche sind. Oder sind es die gleichen von gerade eben? Weil dann hat es nämlich erst noch Vorrang. Okay, die Franzosen gewinnen langsam die Oberhand über das Ganze. Gibt es irgendwelche interessanten Aufträge? Ne, Elsass interessiert mich nicht. Flotte hatten wir beim letzten Teil schon. Ne, es ist so wie beim letzten Mal. Und Indienpräsenz ist uninteressant. Da hatte ich das letzte Mal auch schon geguckt. Und Indien ist bevölkert, kolonialisiert. Somit ist es relativ uninteressant. Stade gehört Burgund. Das wäre doch mal eine nette Sache. Das könnte man sich doch einverleiben. Ja, das machen wir auch. Schieben wir mal da in die Richtung. Habe ich gar nicht gewusst, dass das noch Burgund gehört. Ich habe gedacht, das gehört schon irgendwie Hansa oder so. Hm. Na gut. Ein Beraterplatz ist frei. Mein linker Platz ist frei. Ich wünsche mir den Franz Hager herbei. Da war auch irgendwas. Okay. Genau. Vielleicht schaffe ich es ja in dem ganzen Spiel nochmal. Muss ja doch jetzt langsam schon zur Richtung Ende geht, Spielende, dass ich dann nochmal Papst wäre. So. Haben die, man, jetzt wollte ich schon sagen, haben die mich vertrieben. Aber die sind anscheinend selber ausgewichen nach Leipzig, so wie es ausgehört hat. Jetzt muss ich nur noch wegräumen. So, die sind weg. Zwischenzeitlich räume ich die auch nochmal weg. Und meine andere Armee, die eiert hier nach Sachsen. Reichs, mein Erzbischof, oder Reichs, Regentschaftsrat, so. Schon wieder? Oh ne, ist voll. Okay, gewonnen. Das ist schon mal sehr gut. Dann werden wir Friesland weiter marschieren. Da können wir nämlich gleich die 10er oder 11er Armee da abfangen. Das hatte nämlich der Franzose auch vor. Das ist das erste Mal, dass er wirklich hinterher geht. So wie ich das... Beziehungsweise, dass ich das live mal miterleben darf. Weil ich hatte mich, glaube ich, schon in den vorhergehenden Teilen schon ein paar Mal aufgeregt, dass der nicht nachhakt und nachsetzt, wenn er
eine Armee besiegt hat. Weil das ist, also wenn man die Stärke dafür hat, dann muss man auf jeden Fall nachsetzen. Weil so leicht kann man halt nicht, dann kommt man halt nicht dazu, eine Armee zu vernichten. Mit wem ist Münster? Münster ist mit Bayern verbündet. Ich weiß ja nicht, wieso die mich beleidigen. Da hatte ich eigentlich schon seit Jahrzehnten nichts mehr mit denen zu tun. Also Spieljahrzehnten. So, jetzt sind wir auch schon im Plus beim Kriegszustand. Sehr gut. Also ich werde jetzt wirklich schauen. Eigentlich wollte ich ja den schnellen Frieden, aber es läuft ganz gut. Der Russe kommt nicht durch. Aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nur nicht. Vielleicht kann ich mir Stade stibitzen. Dann hätte ich endlich mal die Burgunder hier draußen, weil das ist ja auch immer sowas. Und wie schaut's mit Friesland aus? Vielleicht, weiß ich noch nicht. So. Revolten möglich in Potsdam, Brandenburg. Ach ja, jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Und zwar meine Armee, die hier aufgebaut wird, die aber noch nicht fertig ist. Wäre aber auch nicht so schlimm, weil wer treibt denn sein Unwild? Ah, die Fränkisch-Basilien, glaube ich, oder wer ist es? Ja, genau, Fränkisch-Basilien. Okay. Wo war das jetzt? Das war hier. Die sind katholisch und sächsisch. Hochexplosive Mischung. Und die sind sächsisch und katholisch. So. Schaut eigentlich schon nicht schlecht aus. Jetzt nur noch Stade erobern und Friesland und dann kann ich einen Frieden anbieten. Hoffe ich. Ja, mein Franzose hat er schon jetzt schon ziemlich gut im Griff da unten. Bin ich schon mal sehr beruhigt. Ja, Portugiesen dürfen auch durch Bayern, weil die sind ja wahrscheinlich immer noch im Krieg mit den Burgundern. Auch mit den Russen. Der Russe ist verbündet mit dem Burgunder. Wie war das irgendwie? Ja, also im Moment blickt da keiner mehr durch. Aber die Beziehung können wir mal verbessern. Thüringen. Wie sind da die Beziehungen? Ist immer noch Minus. Ja. Das stoppen wir jetzt mal, weil ich möchte lieber einen Diplomaten hier noch als Reserve haben. Und zwar dann, wenn es um den Friedensvertrag geht. So. Schaut's denn finanziell aus? Ach, Kriegssteuern sollten wir vielleicht erheben. Dann schaut's wieder besser aus. Dann sind auch, haben wir auch gefüllte Kassen. Nee, Litauen bekommt keinen Militärzugang, ist halt wahnsinnig. Frankreich, Meinung über Würzburg? Nee. Frankreich über Würzburg hat sich im Plus 25. Würzburg hält der Händler. Die Freundschaft mit den Franzosen ist mir besonders wichtig. Das kann man nicht oft genug erwähnen hier in dem Spiel. Die haben wir schon öfters mal allerwertesten gerettet. Habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Ja, mal überlegen, wie es dann weitergeht. Wenn das mit dem Stade geklappt hat. Beziehungsweise ich dann Frieden mit Burgund geschlossen habe, weil ich weiß jetzt, eigentlich müsste ich jetzt noch die restlichen Provinzen befreien. Was gibt's denn da noch für Aufträge? Aktuelle Lizenzierung der Presse. Führt Kirchensteuern ein. Okay. Österreich ist auch Maximum. Da habe ich zwei Diplomaten. Könnte ich eigentlich mal wieder einen auf Reise schicken. Was ist mit dem Pfälzern hier unten? Pfälzer. Okay, Stade ist in meiner Hand.
Dann dauert es noch ein bisschen. Holstein. Rechtmäßige Holstein. Holstein ist hier. Ja, was war das? Rechtmäßige. Wieso habe ich so früh weggeklickt? Oder habe ich den Anspruch verloren? Weiß nicht. Waffen mit Enden mit Pfalz, Österreich, Böhmen. Also ich habe jetzt nicht, dass die Böhmen jetzt dann gleich wieder hier anfangen rumzurandalieren, sobald der Waffenstillstand endet. Oh, ich glaube, da ist eine Flotte abgesoffen. Kann es sein? Schauen wir uns erstmal an, friedensmäßig, vielleicht langt ihm eigentlich. Barinas. Das ist mir Gunnar. Stade. Ja, das wäre natürlich Flandern als Inka. Ja? Das ist natürlich. Da geht's bestimmt eine schöne Reibereien. Skanisch. Bei 45. Nee, für die Franzosen soll auch noch was abfallen. Oh ja. Nee, das nicht. Was brauche ich denn als diplomatisch? Ach. Ja, war wohl nichts mit Frieden. Da müssen wir jetzt erstmal warten, bis wir hier Diplomatiepunkte gesammelt haben, wie die Großen. Um das zu fordern, habe ich nicht dran gedacht. Ist es wieder so militärisch nationale Wehrpflicht? Ja. Ich baue den Mannstärke-Modifikator. So. Ist aber schön, dass ich anscheinend Oberverhandlungsonkel bin. So. Na komm, jetzt mach da mal hin. Das mit den Inga, das wird mir ja gefallen. In Flandern. Da, das könnte noch witzig werden da. Mit dem bin ich übrigens auch verbündet. Hoffe ich doch. War doch so, genau. Das bin ich da irgendwie eingegangen. Weiß gar nicht. Polen ist ja weggebrochen gewesen. Da, weil die irgendwo einen Krieg angefangen haben. Da wollte ich nicht so recht mitziehen. Und dann haben sie sich angebiedert. Und habe gedacht, na, schlag ich mal zu, weil ich habe mir gedacht, so ein Überseeverbündeter ist vielleicht nicht mehr so schlecht. Und bis jetzt hatte ich ja keine Probleme mit den Indianern, die da in Südamerika und Mittel- und Nordamerika. Und deswegen kein Problem mit dem Bündnis. So. Ja, jetzt erobert mal Friesland. Wie viele Jahre dauert denn das noch? Das sind die Franzosen, das sind die Inkas, die Portugiesen sind da. Oh, das ist natürlich ein Brett, was die Burgunder hier zu erleiden haben jetzt. Aber die müssen ja auch immer anfangen, die Knallköppe. Ja, von Russen brauche ich glaube ich nichts zu befürchten. Ach, da ist so 48.000 Mann haben wir von Franzosen, die mischt da drüben auch noch mit. Eieieiei. Was da treiben die denn da drüben? Ja gut. Da ist kein Wunder, dass da kein Russe rüberkommt, wenn die 50.000 Mann hier gegen spazieren laufen.
Kann natürlich auch verstehen. Gibt's ja jetzt endlich mal neue Aufträge? Ne, immer noch dasselbe. Dreck. Also das mit dem Papst, das wird jetzt langsam knapp. Sollte jetzt mal langsam einer werden. Ja klar, eben die Ansprüche. Weil ist natürlich Gold hier als Vorkommen, als Rohstoffvorkommen. Ne, verteidige das Glaubensbereich nichts mehr. Das war, glaube ich, auch in einem Teil so, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, wenn man Verteidiger des Glaubens ist, dass man im Heiligen Römischen Reich Provinzen angreifen kann, die protestantisch sind. Wenn dieses komische Edikt schon ausgesprochen ist, da gab es doch eins. Ewiger Landfriede. Also das war die größte Katastrophe, wenn ich mich da zurückerinnere. Ja. Kriegsgrund brauche ich nicht gegen die. Münster. Wieso beleidigen die mich eigentlich? Wegen den Bayern oder was? Bayern wieder angestachelt worden. Nummer 19. Boah, was ist denn da gekommen? Vatikanische Armee. Gut. Dann werden wir jetzt trotzdem mal gucken, ob wir Frieden verhandeln können. Als Angebot entfernen. Ich möchte auf jeden Fall, dass die Flandern nach dahin geht. Das wäre natürlich der Plan. Ich möchte auf jeden Fall Stade. Ich möchte. Was ist ein Brabant für die Franzosen soll aus? Ne, Brabant? Ne, dann bin ich glaube ich wieder im Griech. War doch so ein schönes Nevers. Nevers. Das ist doch schön für die Franzosen. So, für mich fällt dann noch das und das ab. Da ist das Kastilien zurückgekastelt. Oder Guyana. Das und das. Was ist das? Nee, das wollen wir nicht. Bogota. Bogota, da schneit es immer so oft, habe ich gehört. Parinas. Nee. Ist jetzt unverschämt. Okay. Gott sei Dank. So, Russland tritt, bla bla bla. Frieden wird zurück, 200 Kosten auf Verteidiger 16. Prestige und 60 Ruf. 11,2. Durch diesen Frieden entfangen. 11,2. Ja, weil sie jetzt Provinzen bekommen haben, wie die Großen. Aber was soll ich denn machen? Kalifornien als Überseeprovinz. Ach, das machen wir doch. Oder Fränkisch-Kalifornien. Was gibt's denn? Kalifornien. Nee, das lassen wir. Kalifornien. Ist okay. Bayerisch-Guyana. Hier, ihr Knaller. Wenn man Würzburg spielt und da so hier so einen komischen fränkischen Rechen hier hat, dann kann das nur so heißen. Ja, auf Kriegsgrund gegen die haben wir verloren. Ja, das ist ehrlich gesagt mir wurscht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Schauen wir mal Diplomatie-Kann-Modus. Okay, das ist Fränkisch-Guyana. Da haben wir ja. Ach, das ist komplett geworden. Trotzdem Burgunder-Armee rum. Ja, ziemlich große Landfläche, was die da haben. Das ist Würzburg. Das ist nur Fränkisch. Ach, das gehört alles nur Fränkisch. Das ist natürlich auch schön verteilt, dass wir gleich ordentliche Kriegsgründe jedes Mal hier haben. So. Jetzt wollen wir erst mal gucken. Boss 1.
Kernprovinz. So. Das ist schön. Die Inkas hocken in Flandern. Einwandfrei. Was wollte ich denn machen? Genau. So. Nationale Entscheidung verfügbar. Die deutsche Nation. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ich kenn's noch nicht, weil das ist ja nach wie vor immer noch mein erstes Spiel von Europa Universalis oder meine erste Kampagne. Bin mal gespannt. Na, ja, das war's jetzt, oder was? Jetzt haben wir den blöden preußischen Adler bekommen, oder was? Oh. Hey. Nee, Danzig. Habt ihr schon mal gefragt? Ich bin nicht wahnsinnig. Jetzt habe ich mit schönen fränkischen Rechen verloren. Normalerweise müssten wir jetzt. Was ist denn da drüben geworden? Ja, die haben alle preußischen. Ach. Normalerweise müsste ich jetzt aufhören zu spielen. Ja, hilft nichts. Was ist denn das für eine Regierung jetzt eigentlich? Ist es immer noch Theokratie? Das wird mir hier. Ach, das ist Theokratie geblieben. Obwohl es jetzt Deutsches Kaiserreich ist, oder was das darstellen soll. Komische Pleitegeier. Schaut. Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, dass da vielleicht irgendwie eine Hymne erscheint, zu hören ist. Er schafft eine richtige Flotte. Wie viele Flotten haben wir denn? Eine ist hier, vier sind da. Sind die alle hier? Tatsächlich. Flotte. Brauche ich die? Aber ich bräuchte eigentlich Schiffle da drüben. Aber Landverteidigung brauche ich doch mehr. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall noch überlegen müssen. Ja, wie ihr seht, ich habe den deutsche Nation gebildet. Bin ein bisschen enttäuscht vom Ergebnis. Hab gedacht, da wird mehr Tamtam gemacht. Und jetzt werde ich diesen Screencast erstmal beenden. Ich werde auf jeden Fall noch weiterspielen und ich denke, ich werde auch noch einen weiteren Teil machen. Also es war jetzt noch nicht das Ende, glaube ich. Aber ich muss auch erstmal gucken, was man jetzt noch so unternehmen kann und welche Aufträge hier vielleicht noch interessant sind. Das werde ich mir in Ruhe mal ansehen und sobald es was Neues gibt, werde ich mich wieder melden. So, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.